Hallo, ich wollte euch eine Review machen zu zwei Lippenstiften. Und das sind zwei Gloss Sticks, so heißen die, Crystal Gloss Stick von Isadora. Und die Farben sind 80 Taffeta Pink und 81 Mango Fizz. Da könnt ihr mal selbst lesen. Also so sieht die Verpackung aus. Das ist halt... Und da macht ihr die auf und da guckt immer ein Stückchen von oben raus. Zumindest wenn man noch nicht ganz so viel von ihm benutzt hat. Das ist jetzt Mango Fizz, den habe ich auch auf den Lippen. Und hier zeige ich euch mal, das ist Taffeta Pink. Und da man das auf der Kamera total miserabel sehen kann, habe ich euch Fotos gemacht. Ja, und also das ist aus der Frühjahrskollektion 2009, die gibt es bei Douglas und die kosten 11,95 pro Stück. Und ich muss sagen, also die Dinger haben zwei Nachteile. Die Verpackung ist ganz schön kantig und eckig. Das heißt, wenn ihr den in eurer Handtasche rumfliegen habt und wühlt da so durch, dann kann es sein, dass ihr so ein bisschen an eine Ecke davon kommt. Die sind jetzt nicht super mega scharf oder so. Ich glaube auch nicht, dass man sich ernsthaft daran verletzen kann. Aber ich glaube, wenn man irgendwie dumm zugreift oder so, dass das schon wehtun kann an den Ecken. Und ja, das ist Nachteil Nummer 1. Nachteil Nummer 2 ist, dass, könnt ihr mal gucken. Man hat besonders bei dem hier, bei diesem Mango Fizz ist das nicht so, aber bei diesem Taffeta Pink, finde ich, hat man nicht so richtig eine Lippenkontur, weil es ja auch so ein bisschen glossig ist und so. Und das, ich weiß nicht, also bei roten, knallroten Lippenstift zum Beispiel hat man ja immer diese klare Kontur. Bei dem hier habt ihr das nicht, weil es halt so glossig mäßig ist und das auch so metallisch schimmert und glossig aussieht. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Jedenfalls habt ihr das dann nicht, diese klare Lippenkontur. Aber ich muss euch auch ganz ehrlich sagen, und ich habe das nicht erwartet, ich habe die ausprobiert und dachte mir so, na, mal gucken, wie lange ihr so haltet. Denn normalerweise ist es so, dass was auch immer ein Glossy Finish verspricht, auch ziemlich schnell weg ist. Weil bekanntlich Lipglosse ja auch nicht so lange halten. Und die Textur ist der absolute Hammer. Also die sind richtig schön weich. Man spürt, dass es Lippenstift ist und nicht Gloss. Also es ist jetzt nicht so, es fühlt sich nicht glossig an, aber es ist wesentlich weicher als normaler Lippenstift und es gleitet richtig drauf. Also ihr könnt ihn drauf machen ohne Lippenstift. Lippenpinsel. Ihr könnt ihn drauf machen ohne Lippenpinsel, weil der richtig so drauf gleitet und ihr braucht auch keinen Lippenkonturenstift, weil der nicht so ist, dass er einem in die Lippenfalten wandert. Ich weiß nicht, wie man das hinkriegt, aber die Textur ist, glaube ich, der Hammer. Also ich fand die Textur richtig toll. Ja, und gerade bei dieser Textur habe ich mir dann gedacht, so, okay, wenn sie wirklich so weich und cremig ist und so, dann hält sie vielleicht auch nicht sonderlich lange. Aber das war ein völliger Trugschluss. Ich habe es wirklich ausprobiert. Ich bin damit essen gegangen und natürlich nicht so, sondern so, nur ohne die Zähne auf die Gabel und so. Wisst ihr, was ich meine? Wie man halt so isst, wenn man Lippenstift drauf hat. Und, so. Und dann habe ich den beim Essen drauf gehabt und ich war auch nachher Kaffee trinken. Und ich habe ihn um 12 drauf gemacht und um 4 war er immer noch da. Und ich war ein bisschen schockiert, weil ich das echt nicht erwartet hatte. So. Also natürlich nicht so, wie er am Anfang da war, aber er hat es geschafft, gleichmäßig wegzugehen. Es war nicht so, dass ich dann hier unten so einen Strich hatte, wo vorher dann der Lippenstift
war und dann sieht man ganz genau, dass der da schon weg ist und da kommt dann die normale Schleimhautfarbe raus und so. Das ist nicht so. Der managt es irgendwie, gleichmäßig wegzugehen und das ist echt von Vorteil, weil man dann nicht so richtig Angst haben muss, so, oh, ist er jetzt schon so ein bisschen ab, weil wenn man so eine krasse Farbe drauf hat, dann muss man andauernd nachziehen, damit man das eben nicht hat. Ja. Und 4 Stunden. Ich war wirklich so, oh mein Gott. Ich hatte es echt nicht erwartet. Also große, sehr positive Überraschung. Und wie gesagt, die Textur ist einfach der Hammer. Der Tragekomfort ist toll. Der trocknet auch die Lippen überhaupt nicht aus. Und ja, also mir gefällt der ziemlich, ziemlich gut. Ziemlich, ziemlich gut. Wirklich, wirklich gut. Ja. Und gibt es noch was zu sagen? Was wollte ich denn sagen? Ah, haha, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Ihr müsst nicht. Ihr könnt das total toll, also die Farbe aufbauen. Zum Beispiel nach dem ersten Mal auftragen, habt ihr dann sowas und ihr könnt da nochmal drüber gehen. Seht ihr das? Und dann habt ihr mehr von der Farbe. Also, ihr könnt praktisch selber bestimmen, wie viel von der Farbe, die der Lippenstift eigentlich hat, wie viel ihr davon dann auch auf den Lippen haben wollt. Also ihr könnt nur ein bisschen nehmen und das dann so glossig und leicht und luftig halten oder halt ein bisschen mehr davon drauf machen, keine Ahnung, wenn man dann abends weggeht oder einem die Farbe ziemlich gut gefällt oder so. Also das ist auch noch etwas, was man damit machen kann. Ja, also ich hoffe, es war hilfreich. Ich finde ihn gut. Alles in allem, also jetzt von der Verpackung abgesehen und so, finde ich ihn gut. Ja. Okay. Ich bin fertig. Dann mach's gut und schönes Wochenende.